Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde. Heute möchte ich euch mal wieder ein kleines Let's Show geben, und zwar von meiner tollen Welt. Ja, ich habe immer noch das Texture-Pack von Misa drin, falls ihr fragt. Habe auch mal den Gras-Mod installiert. Leider funktioniert der Menschen-Mod oder Humans-Mod nicht ganz so, wie ich mir das gehofft habe. So. Geht's zur Hölle. So, das muss erstmal geladen werden. Da betrachten wir uns doch einfach mal dieses wunderschöne Portal hier. Ist das nicht zauberhaft? Ein wunderschönes Portal. Ja, ein tolles Portal. Jetzt auch bei IKEA im Katalog für 5,95. Ist jetzt fast fertig geladen. So, also. Mein Höllenschlössle kennt ihr ja noch, so wie es mal aussah. So, es hat sich ein bisschen was getan. Ihr seht schon, da ist irgendein Gebilde dran gekommen, da sind Leitungen und da hinten ist auch noch was entstanden. So, da fahren wir einfach mal hin, um mal zu zeigen, was ich so da alles gewerkelt habe. Na? Ach ja, ich mag den langen Gang hier, oder der, lang ist er ja nicht. Aber ich mag den halt. Der gefällt mir. So. Ja, hier wird wieder Werbung gemacht für Lucifer. Hier habe ich mal ein kleines Schildchen aufgestellt. Das ist die Information. Ein Infostand mit natürlich Büchern. Ich habe hier unten noch weiter dekoriert. Und zwar hier. Müsste ein Schild stehen, genau, Zuweisung der individuellen Strafen, keine Ahnung, war, ist mir gerade nichts Besseres eingefallen, vielleicht mache ich hier eine Scientology-Kirche draus, dass hier jeder sein, wie hieß das doch gleich, sein E-Level oder keine Ahnung bestimmen kann. Ja, hier drüben ist eine kleine Wartezone mit ein paar Büchern, ist ein wenig unbequem, aber mein Gott, wir sind in der Hölle. Da ist es doch sowieso scheiß warm. So, den Turm hier nach oben kennt ihr ja. Ich habe auch mal da ein paar Schilder ausgehangen. Erste Etage geht es zum Lavabrunnen, zweite Etage zu einer Aussichtsplattform und bei der dritten Etage geht es zur Ansaugstation und auch zur Suite. Dazu gleich mehr. Gehen wir erstmal in die erste Etage zum Lavabrunnen. Kennt ihr ja noch. Auch wieder ein wenig ausdekoriert. Hier eine kleine Sitzecke mit Büchern gemacht. Ja, hier steht immer noch Sünde. Auch da noch eine kleine Sitzecke. Hier auch wieder eine kleine Leseecke hier vom prasselnden Kaminfeuer Schrägstrich Lava. Kann man auch gemütlich lesen. Ja, die Stühle hier. Habe ich mal einfach so hingemacht, damit man sich den Brunnen halt so aus der Nähe angucken kann. Und ja, hier steht mal Schleudersitz für unartige Leute. Die werden dann ja einfach reinkatapultiert. Muss ich mir noch irgendwie einen Mechanismus ausdenken. Mal schauen. Ist eigentlich auch so nur als Spaß. Okay, die zweite Etage. Hey, da habe ich noch keinen Namen dran gemacht. Also das ist ja jetzt die Aussichtsplattform. Kennt ihr ja auch noch. Hier mit Lava an den Seitenwänden. Hier steht Zorn. Auch ein paar Bücher, ach Quark, Bücher, Bilder aufgehangen. Hier eine kleine Liege mit Aussicht nach draußen. Kann man schön genießen, die Lavafälle. Hier sieht man mal, von wo ich doch gekommen bin. Auch hier wieder ein kleiner Sitz vorm lodernden Lavastrom. Hier eine Doppelliege, auch wieder mit Aussicht. Und hier hat man eine Aussicht auf ein Gebäude, was ich dann gleich vorstellen werde. Ihr seht auch schon ein kleines umgedrehtes Kreuz, was den Weg weist. Hier kann man auch noch mal, na, hier sieht man nicht viel, hier sieht man bloß so eine Lava-Pipeline. Und hier fehlt gänzlich alles, sehe ich gerade. Ah.
ganz spontan die Diskussionsrunde hier. Auch hier kann man sich wieder am Lavabrunnen ergötzen. Übrigens, das hier ist halt auch die Lavadeckenbeleuchtung. Also sie läuft spiralförmig ab. Ihr seht schon, das läuft dann hier und macht letztendlich den Lavabrunnen. So, mit Oro. Es geht weiter nach oben. Hier zur Aussichtsplattform, dritte Etage. War das wirklich die Aussichtsplattform? Ne, das war die zweite Etage. Ha, habe ich die Schilder verwechselt. Egal. Ja, hier steht Hass. Hier habe ich noch keine Idee gehabt, was ich hier so an Dekokram aufhängen hätte können oder was ich machen soll. Ja, vielleicht habt ihr Ideen. Auf jeden Fall ist hier noch mein kleiner, also hier ist wirklich so eine kleine Aussichtsplattform, da kann man halt mal so schauen, hat einen Überblick über die Welt und über das Geschehen in der Hölle. Ja. Jetzt hier hatte ich im ersten Video, wo ich mein Höllenschloss mal vorgestellt habe, gesagt, dass hier auch noch irgendwas kommen wird. Und zwar ist hier eine Ansaugstation. Ja, die Ansaugstation saugt halt Lava aus dem vom Boden her an. Ich gehe ganz runter. So. Na. Da seht ihr das Ganze mal. Soll halt die Lava ansaugen. Leider fließt es nach unten, aber das ist, also ist nicht so wild. Mich stört's nicht. Und die Lava wird dann verteilt über Lava-Pipelines. Und zwar in mein Schloss, in die anderen Türme und in das Gebäude, was ich gleich erklären werde, beziehungsweise euch zeigen werde. So, aber erst gehen wir mal ganz hoch zu der Ansaugstation. Oh, hier hat man eine Aussichtsplattform wieder. Rundherum kann man jetzt hier schauen. Hier sieht man mal mein Höllenschlösschen. Da hinten lodert Feuer. So. Gut, habe ich das gezeigt. Gehen wir mal nach drüben. Und zwar war ja hier drüben noch meine Suite. Muss ich auch noch ein paar Schildchen hinhängen, wo was wie hingeht. Hier sieht man übrigens nochmal sehr schön das Schlösschen. Oder das zweite Gebäude. Habe ich Glas dabei? Nein, doch. Gleich wieder repariert. Und dann gehe ich mal nach oben. Ja, es ist auch alles sehr düster. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt sehen. Ich werde das Video in HD hochladen. So, hier ist das Suite-Zimmer oder meine Suite. Kennt ihr ja sicherlich auch noch. Wieder ein schönes Kreuz. Hier Deckenbeleuchtung für den Esstisch. Müssen nur noch ein paar Stühle hin, eigentlich. Na, geht leider nicht. Schwebt dann in der Luft. So, hier ein kleiner Brunnen mit stylischen Oktopus natürlich. Und noch ein Oktopus, der ist ja Freischweber. Der trainiert für Wettkämpfe. Hier draußen. Der hat gar kein Auge. Der Arme. Ja, hier meine kleine Leseecke wieder. Mein höllisch großes Bett, wo man sich drin vergnügen kann. Und hier drüben noch einmal mein, ja, mein kleiner Whirlpool. Und ja, irgendwie habe ich da gerade keine Lust reinzugehen. Da ist mir gerade so viel Betrieb drin. Darum gehe ich mal eine Etage wieder nach oben. Ja, zu. So, hier ist eine Verteilerstation und zwar seht ihr hier nochmal die Lava, die von der Ansaugstation kommt, wird oberirdisch, also hier auf dem Dach noch hier reingeleitet und wird dann verteilt. Zeige ich euch auch mal. Und zwar, hier ist noch ein kleines Schild zum Dach. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich hier runterfall.
Das wird ziemlich heiß dann am Arsch. So, und hier sieht man nochmal so die Verteilerstation. Kann man auch ganz hoch gehen und das Ganze bestaunen. So. Und jetzt begebe ich mich mal flugs zum Gebäude, was ich schon die ganze Zeit so angesprochen hatte. Ah, diese vielen Treppen. Ich glaube, ich muss mir mal so ein Mod mit dem Fahrstühlen oder Fahrstuhl-Mod irgendwie ziehen. Ja. Na, komm schon. Nein, hier geht's noch nicht lang. Oh. Ja, ich brenne. Ich bin eben mal in die Lava gehüpft. Jetzt bin ich quasi eine menschliche Fackel. Los, brenn dich aus. So, jetzt geht es zum Pfad nach Hydante. Ihr seht hier meine Lava-Pipeline. Na komm, hör auf mit Brennen jetzt. Brenn nicht mehr. Ah, ja, endlich. Okay, also ihr seht ja meine Lava-Pipeline, die jetzt hier rüber geht, natürlich mit Stützpfeilern. So, und jetzt geht es nach Hadante. Ja, hier geht die Lava-Pipeline dann unterirdisch weiter. Ich zeig's mal kurz. Die geht jetzt hier unterirdisch weiter und zwar dort hinein. Und zwar zu meinem Gefängnis, ja. Ja, ihr seht ja auch schon die vielen Dispenser. Und zwar habe ich mir da eine kleine Falle gebaut für Gegner oder für Leute, die hier einfach abhauen wollen. Die werden dann erschossen. Ja, ihr seht, es wird scharf geschossen. Leider werden da auch irgendwie Fackeln abgeschossen, aber hier sind noch Fackeln. Mysteriös, mysteriös. Ja, gut, hier ist der oder die Verwaltungsabteilung 2 mit einem kleinen Büro hier oben. Natürlich ist dann hier Verwaltungsabteilung 1. Zeige ich auch schnell. Ja, kann man im Büro halt betrachten, was man halt. Ach, Kawak, man kann halt arbeiten. So. Meine Decke auch stylisch mit Lava und Evil, yeah. Und hier ist der Zellenblock A. Natürlich jede Zelle individuell gestaltet, aber keine Betten. Die haben nur Platten, die sollen es ja nicht bequem haben, die Schweine. Hier ist eine Gemeinschaftszelle und hier ist Zellenblock B. So, hier seht ihr eine Opfergrube. Ich mache mal ein wenig mehr Licht. Vielleicht sieht man da mehr. Ja, und zwar werden dann die armen Schweine, wenn sie mir dann doch auf den Keks gehen, hier reingesperrt und dann. Bäm. Ui. Hier habe ich doch glatt vergessen, was wegzumachen. So, und jetzt flutet sich die Opfergrube natürlich mit Lava. Quasi werden die da drin gebrutzelt. Ja, jetzt geht es noch nach oben. Hier ist auch nichts weiter Spektakuläres. Zellenblock C. Hier ist gerade einer entlassen worden oder gefeuert. Ja, hier geht es dann zur Chill-Out Area. Da kann man sich ein wenig erholen vom Gefängnisalltag hier, wenn man doch in der Verwaltung arbeitet. Hier ist wieder Zellenblock D und E. Hier ist eine zweite Chill-Out Area. Wenn man natürlich zwei Verwaltungsbüros hat, dann braucht man natürlich auch zwei Chill-Out Areas, damit man nicht so viel Stress mit anderen Mitarbeitern hat. Ja, ich zeige vielleicht noch mal mein Gefängnis von oben. So, jetzt seht ihr das noch mal von oben. Und das war's jetzt auch schon von meiner Hölle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und im nächsten zeige ich meine neue Stadt. Bis dann, euer Jesus.